Training konnte man sich mit dieser Strecke vertraut machen, doch es ist immer noch ein schwerer Kampf um die Pole Position. Willkommen zum Qualifying hier in Aserbaidschan. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Das Management der Hinterreifen ist hier entscheidend. Nur allzu schnell überhitzen die Reifen und verschleißen, wenn man sich aus langsamen Kurven herausquält. Der Lotus scheint genau wie der Ferrari Schwierigkeiten mit dem Reifenverschleiß zu haben. Die meisten Teams werden auf die ein oder andere Weise ihre Probleme haben. Hey Leute, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1 2017, das 16er Orakel. Und heute fahren wir in Williams und in Baku. Ich bin mal gespannt, wie dieses Rennen abgehen wird und was losgehen wird. Die Strecke bin ich persönlich einmal gefahren. Das war während der ersten Aufnahme, die leider ein bisschen kaputt gegangen ist. Da sind wir auch McLaren gefahren und auf der Strecke brauche ich auf jeden Fall irgendwas Schnelleres, um überhaupt mithalten zu können. Weil hinten rumfahren, ja, kann man mal machen, aber so viel Abstand war ein bisschen zu viel. Des Guten. Oh, und die Strecke, da habe ich echt so ein paar Manke und ein paar Kurven, die ich überhaupt nicht beherrsche. Werde ich euch im Laufe des Qualifyings auch sagen. Und im Laufe des Rennens wird dann wieder der Renntalk von Kanada geben. Ich glaube, an Hamiltons Zeit kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Dafür hat er einfach wieder viel zu viel Abstand. Das ist zum Beispiel eine Kurve, die ich nicht beherrsche, wie man gerade sieht, weil ich habe extrem viel Zeit verloren. Und werde jetzt nicht so weit vorne starten. Ja, hier habe ich wenigstens die Zeit wieder halbwegs rausgeholt, ist ja in Ordnung. Oh, und jetzt kommt gleich die Kurve, wo ich mich am meisten in dieser Strecke verabschiedet habe. Und zwar kommt die jetzt. Die schnelle Links-Rechts-Kombination, da habe ich mich schon oft verabschiedet im Rennen. Aber diesmal ging alles gut und das ist auch irgendwie das Schönste hier an der Strecke, diese Gerade. Wenn man dann noch ein schönes, schnelles Auto hat. Wie zum Beispiel den Williams. Perfekt. Runde. Wir sind sehr zufrieden. Und dann ab ins Rennen. Ich darf Sie wieder recht herzlich zu einem sehr speziellen Rennen begrüßen. Unten auf dem Grid sehen wir ein paar faszinierende Rennautos, die in wenigen Momenten mit Höchstgeschwindigkeit um Siege und Punkte kämpfen werden. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometer im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. An diesem verregneten Tag begleitet mich jemand, der sich mit miserablen Bedingungen nur allzu gut auskennt. Stefan, was meinst du denn? Ist Regenwetter in anderen Rennarten nicht ganz so dramatisch wie in der Formel 1? Meiner Meinung nach gibt es da keinen großen Unterschied, abgesehen von den beängstigenden Überholgeschwindigkeiten, die man bei Sportwagen in verschiedenen Kategorien auf der gleichen Strecke vorfindet, ist das Rennen im Regen immer gleich. Der größte Unterschied zur Formel 1 ist natürlich das offene Cockpit. Einerseits werden die Fahrer kalt und nass sein, doch es ist leichter, sich Tropfen vom Visier zu wischen, als den Schmutz von einer Windschutzscheibe. Also ich glaube, dass es nicht zu viel ausmacht. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Okay, Jeff. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen. Brauchen wir nicht unbedingt, haben wir ja gerade noch gesehen. Oh nein, das wird ein einsames Regenrennen. Wenn wir einmal raus sind, ist das Rennen auch schon vorbei. Lustigerweise, die letzte Aufnahme war auch ein Regenrennen. Und jetzt starten wir erneut im Regen. Aber haben einen guten Start und haben gleich Raikön erwischt. Und ich bin extrem selten mit Selbstbremsen im Regen gefahren. Und da hat uns
Vettel gerade mal kurz angetitscht. Die halten die Ferrari da auf, aber ich musste auch irgendwie auf der Strecke bleiben. Ich habe keinen Grip gehabt. Mich wundert es, dass ich noch nicht in die Leitplanke geflogen bin währenddessen. Aber die Mercedes machen hier Gott sei Dank mal eine trockene Spur. Eieieiei. Hamilton vor Bottas. Und jetzt noch kurz zum Canada Ways. Ich habe zwar schon in der letzten Aufnahme da viel gesagt, deswegen weiß ich nicht mehr viel, weil das ist schon ein bisschen näher, der Canada Grand Prix, schon knapp 2 Wochen. Aber es war, glaube ich, soweit ich noch alles weiß, einer der besten Rennen. Hamilton hatte gewonnen und Vettel hat am Anfang gegen den Verstappen seinen Frontflügel verloren und musste in die Box, ist dann, glaube ich, noch auf Platz 4 vorgekommen. Raikön 5., Ricardo 3. Und was dann auch noch krass war, Perez hat Ocon aufgehalten. Ocon hätte es vielleicht noch geschafft, Ricardo zu kassieren. Und Perez dachte sich so, nö. Bottas war unspektakulär. Hamilton hat dann noch so eine Geste zu Stroll gemacht. Gut gemacht, wie Stroll in den Punkten waren. Ja. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Dadurch, dass die Folge so kurz ist, denke ich mir einfach mal, machen wir auch nochmal hier. Weil in der ersten Runde abfliegen ist ein bisschen lächerlich. Zudem war ich gerade auch ein bisschen konzentriert ins Reden. Weil die Folge sollte schon knapp 10 Minuten gehen. Anstatt, keine Ahnung, 5. Ja, aber Kanada Grand Prix an sich war ganz gut. Hat mir gefallen. War, wenn nicht sogar, der beste Grand Prix. Was mir am meisten wehgetan hat, war, dass Verstappen rausgeflogen ist. Und, oh, warte. Und geil fand ich's, wie Alonso ausgeschieden ist wieder mit dem McLaren, wie er dann einfach in die Fans reingegangen ist. Alonso tut mir so leid, diesen Drecksteil da, was sich McLaren nennt. Das Ding ist ja schrecklich. Da habe ich, glaube ich, ziemlich viel Zeit gerade gewonnen. Ja, ich bin förmlich an ihn dran. Aber machen wir mal kurz Wetterbericht. Okay, das wird ein komplett nasses Rennen. Das wird auf jeden Fall safe. Vielleicht könnte ich sogar bei der nächsten Geraden vorbei. Obwohl, ich habe Angst davor irgendwie. Boah, Regenrennen hier auf Baku ist genauso wie auf Monaco. Beschissen. Hier gibt es keine Auslaufzonen. Wenn man einmal das Auto verliert, ist man raus. Vor allem, mir ist es gerade so warm. Ich glaube, 30 bis 35 Grad draußen. Ich schwitze wie Sau. Ich muss mich konzentrieren und kann den Ventilator jetzt nicht anmachen. Ja, na gut. Die Fahrer haben es, glaube ich, schwerer, weil die haben auch keinen Ventilator im Auto. Vor der Kurve habe ich Respekt. Ah. Was ist passiert? Ha, noch nicht die 10 Minuten erreicht. So, und hier. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die 10 Minuten Aufnahmezeit erreicht habe, heißt dann auch wirklich Ende, wenn ich rausfliege. Aber theoretisch wäre ja schon zweimal rausgeflogen, also ich werde das nicht mehr lange überleben. Ich bin der Einzige, der vielleicht mit dem Mercedes noch irgendwie mithalten könnte, wenn ich nicht die ganzen Fehler machen würde. Oder auch einfach so rutschen würde. Ich kann die Karre nicht mal annähernd auf der Strecke halten. Oh Gott, Bottas überholt Hamilton. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Also erste Kurve hole ich immer am meisten Zeit auf, weil da fahre ich ein bisschen mehr Risiko. Da habe ich Hamilton gerammt. Ich wollte meinen Frontflügel nicht kaputt machen, deswegen versuchte ich mit dem Reifen dran zu kommen. Hat auch alles gut geklappt. Überraschend gut. Neben Hamilton. Oh, dieses Überholmanöver. Er ist noch rechts von mir, aber jetzt hinter mir.
Bottas erster, Hamilton dritter, Massa zweiter. Unser Teamkollege fährt eigentlich auch ziemlich weit vorne mit. Bisschen zu spät gebremst. Obwohl, ich bin um die Kurve gekommen, darum geht's. Die Strecke wird trockener. Der leichte Regen wird mindestens 20 Minuten anhalten. Wow. Wir haben eine Renndistanz von 20 Minuten. Hier fahre ich echt nur noch mit Halbgas. Weil, wenn ich muss, ich mir einfach dann nächstes Ciao. Genauso Ciao. Oh. Wir sind an Bottas sogar dran. Wir könnten vielleicht sogar in den ersten zwei Kurven kassieren wie Hamilton. Oh, hier ist auch langsamer gefahren und ich glaube, der Williams hat ziemlich viel Topspeed. Zudem fahren wir fett. Stelle ich jetzt auf jeden Fall wieder auf Standard und wir ziehen auf jeden Fall an Bottas vorbei. Nice. Und ui. Haben uns hier ein bisschen verbremst und ein bisschen quergestellt. Aber wir sind Erster. Wir sind momentan Erster. Ja, Bottas hängt mir am Arsch. Ich sehe im Rückspiegel. Ist er besser aus der Kurve rausgekommen? Nee, wir sind ungefähr gleich rausgekommen. Der Controller ist bei mir voll vibriert. Ja, es wundert mich, dass ich auf Platz 1 bin. Okay, ich habe zwei Sofortwiederholungen genutzt, aber trotzdem. Und Bestzeit im ersten Sektor. Da hängt mir Bottas wieder am Arsch. Mal gucken, wo er mich einholen könnte. Hier, weil ich müsste vom Gas gehen. Weil ich sonst das Auto verloren hätte. Aber was für ein Abstand. Die ersten fünf oder so. Und dann erst der Rest. So. Boah, das ist auf jeden Fall schneller. Ist besser aus der Kurve rausgekommen. Wir werden einmal auf die Seite wechseln. So rüber. Nee. Oh, das ist genau an uns am Arsch. Okay, Abstand zum Teamkollegen 11,2 Sekunden. Hat der uns gerade noch ein bisschen gerammt? Oh, wir bremsen ihn gerade aber schön ein, weil Hamilton ist am Arsch wieder. Also bei uns am Arsch. Oh, und dann kommt die zweifache. Ich war gerade schlecht und halte alle auf, weil man kann hier nicht überholen und dann ist er recht nicht im Regen. Man kann so schon kaum hier überholen. Ein paar Informationen zu Harianto. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Wahrscheinlich Motorschaden bei Harianto im ersten Sektor. Aber interessiert eh kein Schwein. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Alles klar. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut und wir sehen uns nach dem Safety Car wieder. Weil das jetzt drei Runden hin und her fahren, ohne dass was passiert, ist ziemlich lahm. Vor allem, wenn die Runden zwei Minuten gehen. Dann bis gleich. Die Boxengasse erreicht hat. So, und jetzt geht's wieder weiter. Safety Car Phase ist um, drei Runden waren es wie immer.
Jetzt lassen wir mal die anderen noch sammeln. Und wenn wir ganz normal auf der Geraden sind, geben wir das Tempo vor. Und zwar jetzt. Ne, jetzt kann ich noch nicht. Und jetzt geht's los. Nächster Teil des Rennens, noch 5 Runden. Und wir führen das Feld an. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Und überholt darf jetzt nun auch wieder werden. Endlich wieder auf Renntempo, ey. Ach, war das ätzend. Oh, hinten schon die ersten Überholmanöver. Nö, irgendwie nicht. Stroll müsste, ich glaube, auf Platz 6 sein. Komm, Ferrari kriegt er noch. Oh, da bin ich gerade sehr gerutscht, weil die Reifen sind auch noch ziemlich kalt. Ja. Ich weiß nicht, wie warm normalerweise Intermediates sein müssten. Es regnet 15 Minuten lang. 15 Minuten. Oh, das Rennen sind nur noch 4 Runden, Leute. Die 4 Runden möchte ich auch bitte auf der Strecke bleiben und abfliegen. Boah, das Feld ist so zusammengequetscht. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Und die Strecke wird deutlich oder spürbar schnell. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte. Oh nein. Das war's für das Rennen. Oh nö. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Jetzt gibt's noch die Siegerehrung mit dem Mercedes wieder oben. Ah, bis dann und zum nächsten Grand Prix. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben.